Bechergewinner. Und die Bechergewinner bitte dann vorzukommen, den Becher entgegenzunehmen, hierher zu stehen, damit wir nachher noch ein Gruppenfoto machen können. Also, Rangliste der Sektionen 300 Meter. Da hat gewonnen Bruck Windisch, Stadtschützengesellschaft Bruck Windisch. Mit 49,997 Punkten, die haben 12 Schützen gehabt. Es ist natürlich so bei den Sektionen, wenn man mit 12 Schützen kommt, kann man die 12 Besten auslesen, dann gewinnt man. Das sage ich aber nicht, weil die Schützengesellschaft so viele die Zweiten geworden sind. Mit 49,677 Punkten, mit 31 Teilnehmern. Im dritten Rang die Schützengesellschaft Aarau mit 48,333 Punkten, mit 9 Schützen. Im vierten Rang Schützenverein Rheinfelde, 47,76 Punkte mit 25 Teilnehmern. Im fünften Rang Stadtschützen Laufenburg, 47,333. 9 Teilnehmer. Und dann im sechsten Rang Lenzburg, Schützengesellschaft, 47,238 mit 21 Schützen. Im siebten Rang Schützengesellschaft Baden, 47,042 Punkte mit 24 Schützen. Und auch Zurzach ist mit 24 Schützen da gewesen. Bei den 50-Meter-Sektionen sieht es folgendermaßen aus. Da ist im ersten Rang Schützengesellschaft Zofingen mit 41,7 Punkten mit 20 Schützen. Gefolgt von Lenzburg mit 41,2 Punkten, 15 Schützen. Und im dritten Rang Aarau mit 39,733 Punkten, 15 Schützen. Im vierten Rang Schützenverein Rheinfelde mit 39,364 Punkten, 11 Teilnehmer. Und Stadtschützengesellschaft Bruck Windisch, Sportschützengesellschaft heisst das wahrscheinlich, mit 39,263 Punkten, mit 19 Teilnehmern. Und dann kommt Zurzach mit 38 Punkten, 8 Teilnehmer, Laufenburg mit 36,5 mit 6 Teilnehmer und Baden mit 36,464 mit 28 Pistolenschützen und dann Aarborg mit 11 Pistolenschützen. So, das sind die Sektionen gesehen. Wir können jetzt zu den Bechergewinnern. Meisterschaftsbecher. Da haben wir bei 300 Meter zwei. Und zwar ein Becher für Standardgewehrschützen und ein Becher für die Ordnanzgewehrschützen. Ordnanzgewehrschützen hat der Linder Stefan von der Schützengesellschaft Zofingen 60 Punkte geschossen und damit den Becher gewonnen. Und nochmal ein 300 Meter Meisterschaftsbecher hat der Friedi Thomas von Lenzburg gewonnen. Das ist mit dem Standardgewehr mit 58 Punkten. Freddy Thomas von Lenzburg. Frei. Ja. Wir können zu den 50 Meter. Da hat der Meisterschaftsbecher gewonnen. Der Freddy Martin von Lenzburg. Mit 52 Punkten. Frei. Ist der Freddy Martin da? Nein, nur da. Der kommt um 3 mit dem Streifenwagen. Ja. Der Thomas holt ihn ab. Stellvertretend. Frei Martin von Lenzburg ist das, der den Meisterschaftsbecher hat. Pistole mit 52 Punkten.
Dann gehen wir zurück zu den 300 Meter Schützen und zwar zu den Sektionsbechergewinner. Ich gehe einfach die Liste an. Da sind die Standsektionen wie die Gastsektionen gemischt durcheinander. Ich gehe die Liste an. Mit der höchsten Punktzahl ist das der Lang Rudi Zeiningen mit 59 Punkten. Ich möchte euch bitten, einen Sport machen dafür, weil sonst tut sich die ganze Sache ein bisschen verzögern. Ist der lange Rudi nicht da? Da kommt der Elsasser Alina Oberkolm, 59 Punkte. Und der nächste ist der Sommerhalder Thomas, auch mit 59 Punkten von der Schützengesellschaft Zofingen. Ist von Oberkolm niemand da? Thomas? Becher über gratulieren, gell? Vierter Rang, Prignoli Romano. Hunzenschwil, 57 Punkte. Tellerbach Hans von der Stadtschütze Luzern mit 56 Punkten. Bornex Erik von Rheinfelden mit 56 Punkten. Erik, wo bist du? Ja, da. Gut. Gratulieren. Weiter gehen wir mit Meder Stefan von Baden mit 56 Punkten. Und der nächste ist Maurer Hans-Peter Erlinsbach. Auch mit 56 Punkten. Das ist okay, okay. Lutz Ursula Arau, 52 Punkte. Weiter geht's mit Ott Kevin Bruck-Windisch, 51 Punkte. Franz Fritz, Obersiegenthal, 49 Punkte. Brandon Jürg Lenzburg, 48 Punkte. Und der Fink Werner, Obersiegenthal. So, das sind die 300 Meter Schützen. Ich möchte Presse und Fotografen bitten, ein Foto zu machen von dieser Gruppe. Ja, warte jetzt, da ist Chef. Präsidentin sagt es. Ja, Martin, kannst du mir Hand sagen, ich bin jetzt da. Das meinen alle, ich glaube, das hier vorne ist. Abgeführt.
Sektionsgewinner noch nicht. Auf dieser Foto. Die können separat. Ja?